So, herzlich willkommen zurück zu Two Worlds 2. Ich bin's wieder, euer Stefan. Und letztes Mal haben wir nur ein Part, wo wir nur die Getränke gemacht haben. Und jetzt geht's weiter. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob wir das wirklich alles schaffen werden. Nur wieder ein paar Herzen, glaube ich. Ja, haben wir. Also das Gute ist, dass die Wale ja nicht so stark sind. Schlecht ist aber, dass die in Massen sind. Ich gehe doch bestimmt ins Wasser rein. Es sieht doch gar nicht gefährlich aus. WTF? Ich ja so gar nicht gesehen. Ein Hoch auf meinen Wahn. Wie ist er denn? Klar. Ihr tötet unbewaffnete und geschwächte Menschen. Nur um zu essen. Und mittlerweile finden wir so viele billige Opfer, dass wir kaum noch jagen müssen. Das wundert mich nicht, wenn ich sehe, wie sich die Dinge in letzter Zeit entwickeln. Machst du dich etwa lustig? Ihr verhaltet euch wie Bestien. Also werde ich euch auch wie Bestien behandeln. Mal sehen, ob du besser schmeckst als die anderen. Nein, nein, geh zurück. Da wollen welche eine Abreise. WTF! WTF! Wie viel zieht denn der Mann? Zickzacklo. Top. Toll. Nein, nicht speichern. Da automatisch gespeichert, der Hans. Gar nicht irgendwie komische Namen oder so, ne? Quadama. Komm, es geht tot. Naja, rostiger Schlüssel. Finden wir draus, wir haben einen rostigen Schlüssel. Irgendwo müssten die Viecher ja auch reingekommen sein. Ich probiere einfach mal aus, durch den Eingang, also weil er ein rostiger Schlüssel hat. Ja, kannst du mal abhauen. Wieder rauszukommen, also halt durch den Eingang rauszukommen, wo wir reingekommen sind hier. Und
Rastet immer gleich aus. Toll. Gucken auf der Karte. Hier kommen. Jetzt gleich in so. Geh jetzt mal links, geradeaus, links. Links, geradeaus. Wollen welche eine Abreibung? Was hast du davon? Was war das Welche denn? Stufe sind wir jetzt eigentlich? 14 schon. Ist mir gar nicht aufgefallen. Also. So, jetzt müsste ich dann theoretisch geradeaus und dann links abbiegen. Gut, das lässt sich doch schon fast einrichten. Ich speichere etwas viel, ich weiß, einfach nur aus Sicherheit. Jetzt hier. Ach, fail. Das ist gut. So, dann haben wir die jetzt auch erledigt. Was hast du davon? Auch wieder speichern. Und ich hoffe jetzt einfach, hier geht's jetzt hoch, also raus. Das war wieder Gegner. Ah, da hinten ist einer. Dann würde ich auch mal meinen, da oben geht's raus. Was hast du davon? Und raus geht's. Boah, ach so, ich dachte schon, sie nutzt eine Viehschoss, aber. Sir, in den unteren Höhlen hören Sie wieder diese Geräusche. Was für Geräusche? Hunde, Sir. Ja, ich komme ja gleich. Du hast es geschafft? Du Bastard hast mich da unten eingeschlossen. Nein, das war ein unglücklicher Zufall. Was hast du da unten rausgefunden? Die Stollen sind offenbar in das Revier eines Schakalstammes getrieben worden. Was wird keine Probleme mehr mit ihnen geben? Ich frage lieber nicht weiter. Denk immer an unsere Vereinbarung. Ja, ich mache alles, was ihr wollt. Gut. Okay, jetzt müssten wir. Wo müssen wir jetzt hin? Oh, ich bin da noch unten. Noch gewusst, wo es Hey. wieder hochgeht. Ich glaube sogar, dass es hier lang ging, dann hier hoch. Dann hops, nein, nicht hops. Doch hops. Dann hier hoch. Hier hoch. Da, hüpf. Hier zwischen. Und dann da. Gut, dann den Wilderer werden wir in den nächsten Part finden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. So, und herzlich willkommen zurück zu Tour 2. Letzten Part haben wir die Mine endlich befreit und mit irgendwas mit. Irgend Was hat er jetzt gesagt? Egal, irgendwas mit. Ne?
haben wir geredet. Und jetzt müssen wir den Wilderer finden. Ich weiß gerade nicht, wo er ist. Ich muss... Finde den Wilderer, hieß es doch. Ich glaube, hier ist er nicht. Da ist er auf keinen Fall. Ist er denn? Sollte ich vielleicht erstmal wieder mit ihr reden? Angebot und Nachfrage? Ja, eigentlich schon, oder? Weil da ist ja. Ja. Wahrhaftig. Gut, hätten wir das fertig. Finde ich eigentlich eine große Überraschung, weil ich dachte wirklich, wir würden mehr als nur einmal sterben. Und dank des super tollen Saves, den wir da, den das Spiel da veranstaltet hat, war ich ganz ohne Hoffnung, da wir wirklich dem Tod ausgeliefert waren, ein Schuss hätte gereicht und ja, wir wären Futter für die Hunde gewesen. Aber wir haben es ja noch geschafft. Das finde ich sehr gut. Sehr, sehr toll. Super toll. Und ja. So, dann wollen wir mal. Tschüss. Wir haben erfreuliche Nachrichten von Jessit. Hier ist deine Belohnung. Das soll alles sein? Zum jetzigen Zeitpunkt ja. Wir mussten die Population zum Teil komplett neu aufbauen. Das kostet Zeit. Wenn wir mehr für dich zu tun haben, finden wir dich schon. In der Zwischenzeit Geärger mit der Regierung aus dem Weg, ja? Ich kann nichts versprechen. Oh, 3000. Dann haben wir das so, dein Ansehen in der Lage ist gestiegen. Und wir haben 3000 Auras bekommen. Gut. Gut, gut. Super gut. Richtig gut. Kannst du übertreiben. Ja, werde ich da wirklich fündig? Ich will es bezweifeln. So, dann wollen wir mal sagen, dass wir den nächsten Auftrag ansteuern. Was haben wir noch so im Petto. Magiergilde. Gar nichts. Liebesgilde, Tod im Untergrund. Ich beschloss, den Aushang eines anonymen Kunden anzunehmen. Er zahlt dafür. Sie